Jo, Hallöchen, Freunde. Ich fange heute mit Let's Plays an. Weil ansonsten passiert hier auf dem Kanal ja im Moment nicht viel und ein bisschen muss ich ja für Content sorgen und meine Abonnenten an der Stange halten und deshalb gibt's jetzt eben gelegentlich mal Let's Plays. Ich sag aber gleich vorab, einen regelmäßigen Uploadplan werde ich nicht anbieten können, sondern hin und wieder mal was hochladen und halt das spielen, auf was ich Lust habe. Und wenn ich gerade gar keine Lust und gar keine Zeit habe, dann werde ich auch nichts spielen und nichts hochladen. Versklaven lasse ich mich von YouTube nämlich nicht. Gut, so viel zur Vorrede und dann können wir ja anfangen zu spielen. Und ich dachte, ich fange jetzt mal mit dem Pokémon-Sammelkartenspiel online an. Das spiele ich nämlich eigentlich schon seit ein paar Jahren. Dann habe ich es mal länger etwas stiefmütterlich behandelt und vor ein paar Tagen habe ich es wiederentdeckt und sogar auch meinen alten Account wiederentdeckt und spiele es jetzt wieder öfter. Und da werde ich einfach mal ein paar Duelle mitschneiden, live kommentieren und euch zur Verfügung stellen. Dann fangen wir doch auch gleich mal an, und zwar unter Versus-Modus, weil das sind Zufallsduelle gegen zufällige Gegner. Und mein Hauptdeck, das ich hier auch immer oder sagen wir meistens verwenden werde, ist der Gemüsegarten. Das ist ein reines Pflanzendeck, das besteht aus Bisaflorex und Folipurba und noch ein paar weiteren süßen kleinen Pflanzen-Pokémon. Bin ich mal gespannt, gegen welchen zufälligen Gegner wir jetzt ran müssen. Verfügbare Gegner werden gesucht. Such mal ein bisschen schneller, liebes Programm. Ah, da kommt ein Gegner und es... Okay. Ein Feuerdeck und das Spiel behauptet, ich hätte einen Vorteil. Also ich glaube, meine Pflanzen werden in dem Feuer verdorren. Aber warten wir mal ab, was passiert. Den Münzwurf habe ich schon mal verloren. Das hat aber überhaupt nichts zu sagen, weil dadurch entscheidet sich ja nur, wer anfängt, beziehungsweise wer bestimmen darf, wer anfängt. Und ja, das hat, wie gesagt, gar nichts zu sagen. Meine Starthand ist jedenfalls schon mal ganz gut. Ein Evoli und ein Bisaflorex. Und vor allem der EP-Teiler hier gefällt mir schon. Den kann ich dann nämlich gleich an das Bisaflorex anlegen. Was hat der Gegner hier? Ein Lugia und auf der Bank sitzt ein Ignivor. Aber er kümmert sich erstmal um das Lugia. Hat das irgendwas, was ich wissen sollte? Oh. Jo, das haut auf X kräftiger drauf. Das heißt, mein Bisaflor dürfte da ein Problemchen kriegen. Die Spezialität von speziell diesem Evoli ist, wenn es eine Energie kriegt, dann kann es sich auch direkt in eine Evolution weiterentwickeln, die dem entsprechenden Energietyp entspricht, in diesem Fall also Folipurba. Wäre zwar egal gewesen, weil ich ja sowieso ein Folipurba auf der Bank sitzen habe. Auf der Hand habe, meine ich, ich hätte es also auch regulär entwickeln können, aber so geht's auch. Und das Bisaflor hat jetzt schon den EP-Teiler, denn das Bisaflor braucht ziemlich viel Energie. Und wenn das Folipurba umgenietet wird, dann geht eine Energiekarte von Folipurba direkt weiter an Bisaflor. Und die Angriffe von dem Folipurba machen im Moment noch nichts. Das liegt an diesem bescheuerten Muskelband. Oder liegt da... Nein, das liegt nicht an dem Muskelband. Das liegt an der Fähigkeit von dem Lugia. Die Angriffe werden um 20 Schadenspunkte verringert und weil der Angriff im Moment sowieso nur 20 Schaden macht, passiert gar nichts. Das heißt, es bringt eh nichts weiter anzugreifen.
Dann kann ich auch ruhig meinen Zug opfern, um Bisaflor Mega zu entwickeln. Dadurch verliere ich zwar meinen Angriff, aber wenn die Angriffe eh nichts bringen, dann who cares? Der Gegner entwickelt auch, der hat seinen Fünks zu Routena entwickelt und er zieht 3 Karten. Ja, er hatte ja auch nicht mehr viele. Und powert sein Lugia weiter auf. Dann power ich mein Mega Bisaflor weiter auf. Und jetzt sollten die Angriffe von Fulipurba auch Schaden machen. Genau, jetzt geht's los. Mal schauen, wie der Gegner reagiert. Selbst wenn er jetzt eine weitere Energie, was er tut, an das Lugia anlegt, müsste das Fulipurba das noch überleben. Ja. Das Bisaflor braucht 4 Energien, 3 hat es. Die 4. kriegt es von dem Fulipurba, wenn das stirbt. Das heißt, ich kann das Endivier mit Energie aufpowern. Und das nächste Evoli kommt auch auf die Bank. Und boing auf das Lugia, aber es lebt noch. Nun gut. Gut, der Gegner macht nicht viel, außer das Fulipurba umzuhauen. Hab ich mitgerechnet, dass er das macht, aber dafür ist mein Mega Bisaflor jetzt fertig. Der Gegner wird auch gleich fertig sein, und zwar mit den Nerven. Vor allem, wenn ich dem jetzt noch ein Bisaflor-Ex vor die Nase lege. Aber kümmern wir uns erstmal um das Fulipurba, und jetzt habe ich auch keine Handkarten mehr. Und jetzt ist erstmal das Lugia weg. Es wäre sogar noch vergiftet und paralysiert, aber wäre doch gar nicht nötig gewesen. Also nein, also. Eine Plattenergie, sehr schön. Und jetzt wird's feurig, das Ignivor. Aber das kann nicht viel, das kann höchstens glühen. Und da wird das Mega Bisaflor. Er will irgendwas weiterentwickeln. Wenn ich Pech habe, ist's das Ignivor. Allerdings würde dem. Nein, er entwickelt das Routena zu Phoenixis weiter. Und die erste Energie kommt auch. Und Karten zieht er, aber groß angreifen kann der Gute noch nicht. Was kommt da auf die Bank? Ach, ein Entei. Tja. Feurige Viecher hat der, aber ohne Energie bringen die dem nicht viel. Mit dem Pokémon-Fanclub könnte ich mir noch ein paar Pokémon ins Spiel holen. Aber erstmal müsste ich die, die ich schon hab, aufpowern. Tut ja fast weh, die Kräuterenergie zu verschwenden. Andererseits will ich das Bisaflor schneller auf viel Energie bringen und deshalb verschwende ich sie. Im Moment geht's meinen Viechern ja gut. Die Kräuterenergie würde die Pokémon nämlich auch heilen, wenn sie Schaden hätten. Deshalb ist es quasi Verschwendung, sie anzulegen, wenn die Pokémon gar keinen Schaden haben. Aber Energie ist Energie. Was liegt da an dem Entei? Eine Energietasche? Ach so, wenn ich das Entei umniete, dann darf der Gegner die Energiekarten, die an dem Entei liegen, wieder auf die Hand nehmen. Soll er machen. Und ein Turbo Phoenixis. Jetzt macht der also Turbo. Er legt den Turbogang ein. Ja, der legt wirklich den Turbogang ein. Also vor dem Turbo Phoenixis sollte ich mich in Acht nehmen, aber das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Jetzt kriegt das Bisaflor erstmal die Doppelfarblose und dann hauen wir auf das Entei und ich glaube, das ist dann auch schon weg.
Ist es weg? Es ist weg. Ich habe nur das dumme Gefühl, dass jetzt das Turbo Phoenixis kommen wird. Und das hat auch Typ-Vorteil gegen mein Viehzeugs. Aber schauen wir mal, ob ich's klein kriege. Das hat ja auch nur lächerliche 180 KP. Was kann das denn für Angriffe? 50 plus 20 weitere für jede Feuerenergie. Oh oh. Das wird mir 260 Schaden reinhauen und dann ist das Mega Visaflor One-Hit-KO. Das gefällt mir überhaupt nicht. Warte, noch eine. Dann wird's noch mehr Schaden, aber One-Hit-KO wird das Mega Visaflor trotzdem sein. Und das gefällt mir trotzdem nicht. 300, immerhin eine schön runde Zahl. Ja, doch, Aber mit so viel Energie sollte man diesem Folliporba nicht gegenübertreten. Könnte schädlich sein. Weil das macht 20 Schaden mal alle Energie des Gegners. Und das gibt schon mal 100 für den Preis von nur einer Pflanzenenergie. Und der wird jetzt zwar wahrscheinlich das Folliporba umnieten, aber im nächsten Zug... Du bist doch so ein... Zensiert, nicht jugendfrei... Und was macht das Vieh jetzt noch? Eine Energiekarte. Aber das Klurak heizt nur an. Wirklich groß direkt Schaden macht es jetzt nicht. Jo, okay, also das hätte ich nicht gemacht. Jedenfalls nicht, solange ich so einem Folliporba gegenüberstehe. 6 Energien, 4 Energien... Müsste insgesamt 200 ergeben. Jo! One-Hit-KO von einem Folliporba gegen ein Mega-Klurak. Das hättest du besser nicht gemacht, mein Freund. Jetzt muss ich nur noch das Turbo von Nexus wegkriegen. Generell muss ich... sowieso nur noch eins wegkriegen, aber ich muss halt das Turbo Phoenixis wegkriegen. Das Problem ist, meine Folliporbas sind dann beide weg. Weil im... ja, das zweite habe ich schon im Ablagestapel und das wird er jetzt auch umnieten und ich habe nur die zwei Folliporbas im Deck. Ja. Gut, ich kann da jetzt draufhauen und ihm 90 geben, dann hat's 110. Dann lebt's noch, dann wird's mich umnieten und dann werd ich verloren haben, aber das ist knapp. Ob und ja, da es ein Feuerdeck ist und ich ein Pflanzendeck, das da auch wirklich im Typ Nachteil ist, ist mit nur einem Preis verloren zu haben, dann doch ein sehr... gutes Ergebnis. Kann man mit zufrieden sein. Trotzdem lasse ich das natürlich nicht auf mir sitzen. Der nächste Kampf wird kommen und wie er kommen wird. Damit hab ich gerechnet. Tschüss, Bisaflor. Ruhe in Frieden. Verloren. Uhuhuhu. Jo. Wollt ihr noch einen Kampf? Ihr wollt mich doch bestimmt auch mal gewinnen sehen. Also schauen wir mal, welcher Gegner jetzt als nächstes kommt.
weil ich kann ja meine erste Folge nicht mit einer haushohen Niederlage ausklingen lassen. Nee, das geht nicht. Ihr müsst ja auch sehen, dass ich was kann, ne? Sonst denkt ihr, ich bin ein Nichtskönner. Bin ich zwar, aber das muss man ja nicht so mitkriegen. Und deshalb wählen wir Kopf. Genau deshalb, jawohl. Und anfangen will ich auch. Ich weiß zwar, dass ich dann in meinem ersten Zug nicht angreifen kann, aber irgendwie mag ich es trotzdem anzufangen. Legen wir mal das Evoli nach vorne und das Endivir kommt auf die Bank. Gut. Das ist ein Arktos, das hat leider keine Pflanzenschwäche, aber wir werden es trotzdem klein kriegen. Zumindest zählt Arktos hier im Spiel ja als Wasser. In Wirklichkeit ist es ja Eis. Und in den regulären Nintendo-Editionen wäre es ja so, dass die Pflanzen im Typ Nachteil gegen Eis wären. Aber die Pflanzen sind halt nicht im Typ Nachteil gegen Wasser. Und weil die Eis-Pokémon hier mit Wasser zusammengelegt werden, habe ich keinen Typ Nachteil und das finde ich gut. Dann fangen wir mal an, anzugreifen. Wir machen bis jetzt noch kleine Schritte, weil ich halt noch keine mächtigen Monster auf der Bank liegen habe. Aber der hat da ein Voltenso-Ex und das braucht gar nicht mal viel Energie zum Angreifen. Das will mir nicht gefallen. Aber schauen wir mal, was wir damit machen können. Und ob wir damit überhaupt was machen können. Und was powert der da eigentlich auf? Ach so, nur ein Kangama. Und noch ein Evoli. Machen wir das doch auch gleich noch zu einem Folipurba. Weil je mehr Folipurbas aus dem Deck raus sind, desto höher ist auch die Chance, dass ich dann vielleicht mal ein Bisaflor-Ex oder ein irgendwas anderes Ex ziehe. Und dann kann's losgehen. Andererseits, wenn der das Kangama weiterhin mit Energie vollpumpt, dann dürften die Folipurbas das ja auch hinkriegen. Das finde ich gut. Es tut mir zwar in der Seele weh, ein Endivir zu entwickeln, aber was tut man nicht alles für stärkere Pokémon? Lebt das? Nein, es lebt nicht mehr. Und das Kangama kommt. Und wenn das jetzt noch eine Energie kriegt, dann könnte es mich One-Hit-KO'n. Das macht mir Sorgen. Und es One-Hit-KO't mich. Aber dafür werde ich ihm jetzt auch ordentlich Schaden verpassen. Ja komm, holen wir noch ein paar Energien auf die Hand. Hätte ich zwar jetzt eigentlich nicht nötig, aber was man hat, das hat man. Und drauf. Der wird jetzt zwar auch das Folipurba One-Hit-KO'n, aber danach wird ihm das Lorblatt den Gnadenstoß verpassen. Dann ist nur die Frage, was machen wir danach mit dem Voltenso? Ja, scheiße, so stark sind die Attacken von dem Lorblatt ja nicht. Da habe ich nicht genau hingeguckt. Das Kangama lebt noch. Ich dachte irgendwie, der Rankenhieb macht 50, der macht aber nur 30. Es gab aber mal irgendein anderes Lorblatt, da hat irgendeine Attacke 50 gemacht. Das war wohl aus einem anderen Set. Von daher wohl mein falscher Irrtum. Das heißt, der wird jetzt das Lorblatt umnieten. Prima.
Ist halt auch schon mehr oder weniger ein Glücksspiel, das Ganze. Wenn man nicht die richtigen Karten zieht, dann. Weil ist ja auch nicht so, dass ich keine Karten hätte, mit denen ich die benötigten Pokémon aus dem Deck suchen könnte. Das Problem ist nur, wenn meine Suchkarten auch nicht beikommen, dann nützt es mir nichts, wenn die da irgendwo unter den 35 Karten im Stapel liegen. Beulenhelm auch noch, finde ich gut. Ja, mach doch das Sesokitz hin. Aber ich höre hier jetzt nicht auf, bevor ich nicht einen Kampf gewonnen habe. Und wenn es ein 3-Stunden-Video wird, das wird jetzt was, das beschließe ich hiermit. Ich könnte natürlich die beiden Niederlagen auch einfach wegschneiden und so tun, als ob es die nicht gegeben hätte und sie unter den Teppich kehren. Und dann würdet ihr nie was davon mitkriegen, aber ich will ja auch fair sein. Ich habe jetzt angefangen aufzunehmen und wenn ich dann halt zufällig die ersten 2 Kämpfe verliere, dann shit happens. Gut, jetzt ist mein einziges Basis-Pokémon das Bisaflor-X. Das ist im Prinzip nicht schlecht, nur ich kann dann halt nicht von Anfang an angreifen, weil das erstmal aufgepowert werden muss. Aber immerhin, der Benny gefällt mir, da komme ich an die passenden Energien ran und die doppelte Farblose, die wird mir auch schon mal einen Geschwindigkeitsvorteil verpassen. Ja, doch im ersten Zug kann ich ja eh nicht angreifen und im zweiten Zug geht's dann und nach 2 Zügen habe ich eh schon die Pflanze und die Farblose da drauf liegen und dann ist das ja schon der erste Angriff. Stimmt, gar kein Angriff verloren, das passt, das stimmt mich glücklich. Dann müssen wir jetzt nur noch warten, bis der Gegner sein Viehzeugs aufs Spielfeld legt. Und dann bin ich gespannt, was da kommen mag. Und ja, ich ziehe auch noch ein Bisaflor. Was ist das? Was kann das? Goodie. Zug beenden. Und da sitzt ein Burmi und das hängt herunter und macht damit 10 Schaden. Gefällt mir. Eine Stadionkarte. Die Stahl-Pokémon können keine speziellen Zugriffe haben. Egal. Und ich brauche noch mehr Energie in erster Linie für die 10.000 Bisaflors. Und dann greifen wir doch jetzt erstmal an. Ist das Bronzel schon? Es ist schon weg. Ich glaube, jetzt hat mein Gegner in gewisser Weise ein Problem. Macht der jetzt noch was oder gibt er gleich auf? Das ist die große Frage. Auf jeden Fall wäre es schön, was immer er tut, wenn er es heute noch tun würde. In der Zwischenzeit zeige ich euch das süße Mega Bisaflor X. Das ist. Ah ja, er zieht Karten nach, wahrscheinlich in der Hoffnung, dass er starke Pokémon zieht. Tut er nicht. Dumm-di-dumm. Jo, brauche ich gar nicht groß was machen. Draufhauen. Weg. Fertig. Jo.
Da habe ich den Sieg, den ich wollte, aber das war jetzt nun auch nicht wirklich ein Duell. Da hatte jetzt mein Gegner einfach das Pech, dass gerade eben ich hatte. Nee. Ich muss sowieso noch einen Kampf gewinnen, bis ich mir dieses Emolga-Ex verdient habe. Das heißt, einen machen wir noch, denn ich will euch nicht nur irgendeinen Sieg zeigen. Ich will euch einen schönen Sieg zeigen. Und nicht irgendwas, wo der Gegner quasi nix hat und ich einfach nur draufhaue und ohne große Kunst gewinne. Und ich habe schon gesehen, das ist auch ein reines Pflanzendeck, gegen das ich jetzt ran muss. Das heißt, das könnte ein ebenbürtiger Gegner sein. Zumindest wird niemand gegen den anderen Typ Vor- oder Nachteil haben. Kommt halt drauf an, was der Gegner genau für Pflanzen-Pokémon hat. Irgendwie wähle ich jedes Mal Kopf, weil ich halt das Endivier so süß finde. Der Gegner hat keine Basis-Pokémon, aber ich habe wieder mein Bisasflor. Was hat der denn? Ein Ultrigarier und halt ein paar Trainerkarten. Jetzt scheint er ein Basis-Pokémon zu haben. Und ja, ich ziehe eine zusätzliche Karte. Eine Energie kann man immer gebrauchen. Gut, angreifen kann ich noch nicht, aber ich kann das Knofenser schon mal vergiften. Dann hat mein Gegner nämlich, und schlafen tut's auch noch, dann hat der schon mal einen kleinen Startnachteil. Und es schläft weiter, das heißt, auch wenn es jetzt Energie kriegt, kann es in dieser Runde nicht angreifen, weil es einfach seinen Einsatz verpennt. Muhahaha. Hoffen wir mal, dass der Gegner jetzt aber was Brauchbares gezogen hat. Nicht, dass das wieder so ein Luftpumpenduell wird, wo man gar nicht mal wirklich große Kunst braucht, um zu gewinnen. Was ist das? Wald der großen Gewächse. Alle Pflanzen können sich im gleichen Zug, in dem sie gespielt werden, schon entwickeln. Freut mich vor allem, weil das ja auch für meine Pflanzen gilt. So viele Evolutionsreihen. Oh, der hat einen Endivier, der ist mir sympathisch. Ich liebe ihn. Der hat einen Endivier, dem muss ich gleich eine Freundesanfrage schicken. Und was powert der da auf? Ein Hutsasser, sogar mit einer blöden Trickmünze. Gut. Das heißt, zumindest ist der Kampf doch noch nicht gleich zu Ende. Aber meine Karten gefallen mir gerade nicht mehr und deshalb ziehen wir 5 neue. Evoli? Und ein Sesokitz, warum nicht? Und das Bisa kann immer noch nicht angreifen. Und das Knofenser ist wieder wach, aber immer noch vergiftet. Lang lebt das nicht mehr. Puh, wenn der jetzt Kopf geworfen hätte, hätte er eine Energiekarte von meinem Bisasflor entfernen können. Und das hätte mir nicht geschmeckt. Und jetzt holt er das Tromborg nach vorne. Soll er ruhig, weil das braucht nur eine Energie, um zumindest schon mal angreifen zu können. Zwar kann es dann nur schwach angreifen, aber es kann angreifen. So war das nicht gedacht, nicht wahr, lieber Gegner? Aber trotzdem ist es so passiert. Und das ist jetzt das Hutsasser.
Kurs reinhauen, kann das nicht, wie es aussieht, aber dafür kann es mit Effekten spielen. Jetzt kriegt es wohl einen speziellen Zustand nach Wahl des Gegners. Mal schauen, was er wählt. Paralyse. Macht nichts. Energie dranlegen kann ich ja trotzdem und heilen kann ich es trotzdem auch. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Jetzt fängt er an, das Serpifeu aufzupowern. Ich krieg wieder einen speziellen Zustand. Wahrscheinlich paralysiert er mich wieder. Genau, damit ich nicht angreifen kann. Aber irgendwann wird die Münze mal daneben gehen. Irgendwann, ich sag's dir. Irgendwann in deinem Leben geht der Münzwurf mal daneben. Das reimt sich und was sich reimt, ist gut. Ein Lichtstein. Das der... Hab ich's dir doch gesagt. Irgendwann und irgendwann ist genau. Ich hasse deine Trickmünze, du Verfluchter. Aber mit der Energie kann ich das Tromborg ein bisschen heilen. Und überhaupt ist es auch gut, wenn das mehr Energie hat, weil dann haut es kräftiger rein. Und das Serpifeu hat sich entwickelt. Was hat das für eine Fähigkeit? So, jetzt muss sie noch... Hohohoho. Also, was hat das für eine Fähigkeit? Ach so, der hätte mich beim Spielen von dem Evo-Serp auch paralysieren können. Hat er aber nicht geschafft. Dafür werde ich jetzt aber kräftig aufräumen. So. Und was kommt jetzt? Vielleicht das Endivie, vielleicht das Evo-Serp. Wenn das Endivie kommt, habe ich ein Problem, weil es tut mir in der Seele weh, auf ein Endivie drauf zu hauen, aber was muss, das muss. Solange es mir den Sieg bringen kann, würde ich sogar ein Endivie umnieten. Obwohl, kann ich das machen? Es ist so süß. Und ein Phönix ist auch noch auf der Karte. Oh, niedlich. Und Energie kriegt's, dann wird's mich jetzt gleich tackeln. Autsch. Das tut mir ja fast ein bisschen weh. Ich hätte natürlich auch das Foliporba von der Hand nehmen können, aber so geht's auch. Boing. Das arme Endivie, es tut mir leid, Endivie. Und das Evo-Serp. Also ich glaube, viel machen kann mein Gegner nicht. Ach, eine neue Stadionkarte. Wollen wir ihm noch ein bisschen was unter die Nase reiben? Wäre gar nicht mehr nötig gewesen, dass ich mich heile, glaube ich. Wäre auch gar nicht mehr nötig gewesen, dass wir den Schaden noch weiter erhöhen, aber boing. Und da wäre jetzt auch mein Endivie gekommen.
damit hab ich mir dann auch das Emolga-Ex verdient. Jo. Dann würde ich sagen, das reicht für heute und wann ich die nächsten Kämpfe hochlade, schauen wir mal. Auf jeden Fall danke fürs Zugucken, falls ihr überhaupt bis hierher durchgehalten habt. Und tschüss, bis nächstes Mal.